Es hat mal wieder viel zu lange gedauert, hierauf zu warten. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Es ist endlich da, wunderbar. Steelbook leider nicht, weil Nintendo dachte sich, yo, wir liefern das jetzt nicht am Tag so. Beziehungsweise die Post dachte sich das. Deswegen ich das Ganze jetzt kurz aus dem Mediamarkt noch geholt habe, damit wir direkt reinschauen können. Es tut mir leid, dass die Folge heute später kommt. Ich bin so unfassbar gehypt auf dieses Game. Wie ihr schließlich wisst, war Mario & Rabbids schon so ein krass Hype-Game bei mir. Und ich habe so Bock zu erfahren, wie es jetzt hier weitergeht. Und ey, ich will starten. Willkommen Held, willkommen bei Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn du Mario & Rabbids Sparks of Hope mit einem Ubisoft-Konto spielst, ich habe kein Ubisoft-Konto. Neue Waffenskins freigeschaltet. Ich habe mir auch alle DLCs natürlich gekauft. Herzlichen Glückwunsch, das Galaxy Prestige-Paket, das sind tatsächlich nur Skins für Waffen. Genau. Ist erstmal unwichtig. Können wir mal darüber reden, dass dieser Hintergrund, der so slidet, voll krass aussieht? Ey, wir starten direkt rein. Ich habe so Bock. Ich hoffe, ich sitze auf der richtigen Seite. Wenn nicht, ich verschiebe mich und passe mich an. Es tut mir dann halt leid. Sorry. Ich bin dann mal kurz weg. Jetzt geht nämlich die Story los. I guess. Mario, Rabbit Peach, Peepo, ich bin so froh, euch zu sehen. Die Rabbits sind heute ziemlich aufgekratzt. Irgendwer hat Rabbit Marios Latzhose verlegt. Sie ist weg und jetzt traut er sich nicht, hinter dem Busch hervorzukommen. Wenn ich den Dieb erwische, der mir meine Latzhosen geklaut hat. Wo ist sie? Könnt ihr dir bitte Rabbit Marios Latzhose suchen? Seht ihr den Bäumen und Büschen nach? Ist so gut wie erledigt, verehrte Prinzessin. Stets zu Diensten. Ich bin maximal verwirrt. Warum kannst du reden? Let's go! Peepo kann... Hä? Er kann einfach reden. Oh, okay. Und wir können nicht rennen. Yo. Was war das? Ich kann schreien. Mario braucht Hilfe. Okay, können wir mal kurz appreciaten? Die Kamera kann man komplett drehen. Das ist alles wunderschön. Können wir kurz darüber reden, dass die Welt echt krass... Das ist nicht euer Ernst. Nintendo, ihr seid so krank. Ubisoft, ihr seid so krank. Dies ist die beste Kamerasteuerung, die ich je gesehen habe. Können wir ins Wasser? Schwimmt Mario dann? Nein, okay. Wir sollen hinter jedem Busch nachgucken, das tun wir. Hier ist Geld, das nehmen wir mit, ist wichtig. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe mir seit Juni keine Trailer mehr angeschaut. Ja, das gibt halt dann wahrscheinlich Probleme mit der Kamera. Ey, wir können hier wirklich überleben. Ah, mit X können wir rennen. Na, sieh mal einer an. Oder kann ich was... Nee, da ist nicht drin. Es ist so schön ruhig und entspannt hier. Im Gegenteil zu mir. Oh, 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 was? Okay, man kann irgendwo gegenlaufen und bonk dann. Und man kann hier nicht runterfallen. Dazu sage ich mal nicht, das hat mich auch im Originalteil schon gestört. Oh, aber hier kann man rücken. Ich glaube, hier ist die Hose. Da hätte man sehen können. Jetzt müssen wir nur Peach finden. Wir rennen mal nach da vorne. Luigi! Was geht, Meister? Rabbit Luigi, du hast Rabbit Marios Latzhose geklaut, aber warum? Ich wollte hier der einzige Rabbit mit Latzhose sein. Wir wissen, wer es war. Es war Rabbit Luigi. The one and only. Ich will mit allen reden, ich will so viel machen, aber ich glaube nicht, dass ihr wirklich Lust dazu habt, dass ich jetzt hier gleich am Anfang alles mache. Tada! Wieder im Einsatz! Find's weird, dass sie reden können. Aber ich sag erstmal nichts dazu. Da sind sie auch schon, die zwei.
Oh, du hast die Latzhose gefunden, Rabbit Mario. Ich wusste, dass das kein gutes Versteck ist. Verstehe, du wolltest genauso cool wie Rabbit Mario sein. Du wirst genauso cool sein wie Rabbit Mario. Aber es gibt nur einen, der in diesen lässigen Beinkleidern so gut aussieht. Es gibt zwei. Ende gut, alles gut. Jetzt können wir diesen herrlichen Tag endlich in Eintracht und Frieden genießen. Jetzt, da wir unser jüngstes Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Ich hab actually Angst vor Bibos Stimme. Eine cinematische Bombe auf Doom! Was war das denn für eine krasse Cutscene? Oh. Keine Sorge, Rabbit Peach. Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel angekommen. Mich hat auch schon in den Trailern, muss ich ganz ehrlich sagen, das Kampfsystem jetzt nicht so überzeugt. Ich enthalte mich jeglichen... Strecke die Wörter entspannt, schlendern und keine Sorge! Gegner im Anmarsch! Ich finde Bibos Stimme nicht gut. Und lass dich nicht ungeschützt erwischen. Bewege dich von Deckung zu Deckung und vergiss das Angreifen nicht. Aber was ich halt for real gut finde, deutsche Sprachausgabe. Und das muss echt hochgelobt werden. Los geht's! Warte, stopp! B zurück. Geh in Deckung, um deinen Helden vor Gegnern zu schützen. Das tun wir doch ganz sicher. Während du in Deckung bist, kannst du mit ZL auf Gegner ziehen. Oh mein Gott. Oh. Let's go! Duo Blaster, 55 bis 55 Charge, feuer zwei Geschosse ab. Ja, komm, da wird geballert hier. Feuer zwei Geschosse ab. Okay, tut er wirklich. Oh, jetzt sind die Gegner dran. Wie dash ich? Oh mein Gott! Dieses System ist so krass. Ich werde den nicht kriegen. Ey, oh mein Gott! Es ist doch besser, als ich dachte. Zack. Und es sieht so krass aus. Ey, stellt euch das auf einem Emulator in 4K vor. No front, Nintendo, aber stellt es euch einfach mal vor. Rabbit Peach ist in Reichweite. Versucht nun, sie zu erreichen, indem ihr euch zur Schwanzspitze des Mantas... Ja, ist okay. Ich dash den noch komplett aus dem Leben und nehm... Das sind Sternsplitter aus Mario. Wir erreichen immer mehr. Wir können jetzt vom Anfang bis nachher durchlaufen. Ja. Ich bin so überzeugt, dass das krass wird, Leute. Ich bin so überzeugt, dass das krass wird. What?
die Musik ist halt auch einfach mal anders strong, ja? Was sagt ihr? Mantas Schwachpunkte. Okay. Ganz kurz vorneweg. Ich werde Misera Cursor nennen, weil das in Englisch auch so heißt. Unsere Waffen funktionieren nicht. Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Rasereiangriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche gebracht. Ja, true. True, wir dashen ein bisschen hier durch. Mit der Raserei können wir diese eiförmigen Dinger ablösen. Und sobald ihr sie... Okay, die haben keinen Namen. Es sind einfach nur eiförmige Dinger. Könnt ihr sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen? Ihre Schwachstellen. Reden wir nicht drüber, tun wir es einfach. Let's go. Dashen. Tschüssi. Tschüssi. Die haben alle deutsche Sprachausgabe bekommen. Das ist. Nintendo, das ist nicht euer Ernst. Wie es wird. Oh, mit dem Pfeiltasten switcht man. Okay. Hey, das ist ja so strong. Weg da. Ja. Hier hin placen. Gegner ist dran mit Y, ja. Gibt's einen Easy Mode für Loser wie mich? Ich frag für einen Freund. Der letzte Schwachpunkt befindet sich hinter diesem Spalt. Wir müssen einen Weg finden, rüberzukommen. Zeit für einen Teamsprung. Leute, falls ihr keine Ahnung habt, sowieso, wenn ihr euch das anguckt und ihr nicht das Original-Let's Play gesehen habt, also das ist ja. Wir sehen, wie weit Rabbit Peach laufen kann. Es ist so krass. Oh mein Gott, danke Nintendo. Danke für euch. Danke an euch. Danke an alles, was ihr jemals für uns getan habt. Ich stelle mich trotzdem hier hin. Nintendo, ich liebe euch. Falltaste. So. Oh ja. Oh, okay, da muss man schnell sein, wenn ich das richtig sehe. Schön, dass du das schaffst. Aber weird, dass du eine deutsche Sprachausgabe hast. Das ist das Einzige, was mich noch nicht so ganz catcht. Naja, ist ja auch egal. I guess die Rabbit Lumas haben einfach nur magische Fähigkeiten. Aber bitte verlasst euch überhaupt nicht auf mich. Ich habe keine Ahnung. Kann es sein, dass ich einfach mal gerade ein bisschen am Übersteuern bin? Das tut mir leid. Ja, ja, feuerfrei. Immer gut, immer gut. Ich finde es so. Denn diese Dimension ist anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Okay, wichtig zu wissen, I guess. Ja, los! 50% Trefferchance? What? Manche Waffen können Teilhindernisse umgehen und Gegner treffen, auch wenn sie sich dahinter befinden. Denkt dran, nach einem Schuss können wir uns nicht bewegen. Okay. Wir können auch nicht teamjumpen. Ja, immerhin eingetroffen. So, Rabbit Peach. Hab ich gehört, du hast magische Fähigkeiten? Aber warum? Oh mein Gott. Okay. Rabbit Peach Main Character geworden einfach. Ja, kann man beschleunigen. Wunderbar. Oh, dann haben wir oben sogar so ein süßes Symbol. Wie cool. Ich hoffe, ich übersteuere nicht die ganze Zeit, weil ich bin so hyped. Es tut mir leid.
Achso. Nee, ich gehe zuerst mit Peach, weil Mario kann dann springen. Ich hoffe einfach mal, wir machen gut Damage hier. Da war sogar ein Crit dabei. Mario. Das finde ich schade, dass das nicht automatisch wechselt. Ich wollte machen. Und schnell fliegen, bevor Bipo keinen Saft mehr hat. Und da wird er einfach weggedasht. Als könnte er gar nichts, der Kollege. Wunderbar, wunderbar. Was soll das heißen? Dass Goombas gar nicht böse sind? Big Bang! Big Bang! Dieses bösartige, furchterregende Monster ist Cursor. Wir sind ihr mit Mühe entkommen, aber sie wird nicht aufhören, uns zu jagen. Genau, ich werde nicht Misera sagen, weil... Misera ist außerhalb unserer Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Wenn Bibo Misera sagt, sollte ich das vielleicht auch tun. Und ich drehe jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen meine Lumen ein bisschen zurück hier beim Aufnehmen. Nicht, dass ich euch hier komplett totrede. Ich kann euch helfen. Ich kann Mario die Kraft verleihen, seine Angriffe zu stärken. Sie wirkt sich sogar auf seine Freunde aus. Jede Hilfe ist uns willkommen. Mario, zeig mal, was deine neue Fähigkeit vermag. Stopp! Bibo, warte kurz. 2 Sekunden. Lumas sind jetzt Ultis. Weiß ja nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber wir gucken mal. Denkt daran, dass ihr beide über individuelle Techniken verfügt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet. Das ist schon mal grundsätzlich schön zu wissen, Bibo. Danke. Ich muss so ein bisschen hier uns umgucken. Da oben ist Cursor. 13 Gegner müssen wir befighten. Jetzt kannst du mit ZL und ZR so wechseln und Sparks L wählen. Denk daran, dass jeder hält 2 Aktionspunkte pro... Ach so, du kannst also nicht mehr laufen, Ulti und angreifen. Du kannst auch laufen, angreifen oder Ulti. Ja, scan. Und vergiss nicht, die Raserei. Diese, ja, naja, klar. Let's go. Okidoki. Kann ich alle dashen? Okidoki. Okidoki. Oh, Charles Martinet, ich liebe deine Stimme. Weiß nicht, soll ich mich stärken? Was ist ZR? Okidoki. Die Heldensicht. The thing is, ich würde auf ihn ballern. Das war sehr unnötig. Und auf jeden Fall die Helden sich zünden. Oh, die hat eine Animation. Ich darf keine weißen Sachen anhaben. Das sieht so, das ist so traurig aus. Okay, switchen wir zu Rebel Peach. Die hat weniger Leben. We can't dash right now. Aber wir können halt mit ihr von hier. Wir können halt ihn treffen. Und er ist der Einzige, glaube ich, der für Mario gefährlich werden könnte. Und er ist auch aus dem Leben.
Kraftpunkte bereits voll. Respektiere ich. Gegner ist dran. Let's go. Kampfsystem doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Und die sind jetzt schneller die ganze Zeit. Alles ist so gut. Alles ist so perfekt. Kann man irgendwie was machen? Wie kannst du mich treffen? Scheinbar wurden auch Hitboxen neu ge... Das, oh, das kann ich nicht mehr rückgängig machen jetzt. Das ist traurig. Also das ist das nicht so schöne. Weiß ich, wen ich treffen soll? Ich glaube, ihn. Ihn nehme ich raus. Komm, please, please. Gute Nacht. Rabbit sitzt so cursed. Jo, hallo. Hallo. Der ist nicht aus dem Leben. Die Gumbas. Das ist auch so ein weirdes Bild. Die auf dem Kampffeld schneller rennen ist nicht. Okay. Team Jump. Ja, ich will zumindest hier hin. Oh, ein Stück weiter werden ihn. Ne, wir können gar nicht mehr dashen. Komm. Also raus ist er sowieso nicht. Aber wir machen schon mal gut Damage. Ich gebe den Zug mal ab und guck mal, was die Gegner machen. Und ich hoffe, der Easy-Mode wird bald introduced, weil es wird langsam ein bisschen peinlich für mich. Nein, ich soll doch schnell bleiben. Ah, doch so ungewohnt. So, wir switchen direkt auf Mario, der macht das hier. Und bam, da ist er weg. Das Game überzeugt mich direkt. Oh, es gibt Erfahrungspunkte. Guys, es gibt Erfahrungspunkte. Sorry. Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, dass ihr unversehrt seid. Eure Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Warum kann jetzt auf einmal jeder reden? Und wer ist das überhaupt? Jamie! Hey, hallo! Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,732193% geringer. Nehmt Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich, aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Hallo, mein Kleiner. Lass ihn halt nur die Hälfte vorlesen. Sorry, ich mache ja schon den Rest. Wie schön du funkelst. Bist du mit Mario an Bord gekommen? Was haben die alle für weirde Stimmen? Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind, aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Wie konnte das passieren? Rosalina hätte das niemals zugelassen. Mama, sie ist in Gefahr. Wegen... Sorry, aber ich... Also, nee.
Misera, bitte helft ihr, bitte! Oh, das war... Ich habe jemanden falsch synchronisiert, es tut mir leid. Oh nein, Rosalina! Es muss etwas Schreckliches passiert sein! Misera nimmt die Galaxie ein, mit Hilfe einer zerstörerischen Energie namens Finsterzeit. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Allerdings könnten wir mit Finsterzeitenergie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Krass connected, Sherlock Beepo, das habe ich vorher auch schon gesagt. Wirklich? Fuck's? Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt, oder? Ja, tut es. Aber es sind halt Sparks of Hope. Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort hat sich die Finsterzeit bereits ausgebreitet. Es gibt nicht genügend Daten, um die Gefahrenstufe einzuschätzen. Hör auf, Genie. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad von... Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich fang mal mit Mittel an? Natürlich behalte ich mir das Recht vor, meine Meinung im Laufe der Mission jederzeit zu ändern. Krass, wie man in die Story integriert, um zu beschreiben, dass man den Schwierigkeitsgrad ändern kann. Wie cool. Wie auch immer, durch die Rückendeckung der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt. Egal, wichtig ist, dass sie uns helfen. Jetzt, da Misera weiß, dass sie bei uns sind, wird sie uns bestimmt nicht noch einmal belästigen. Ich brauche die Energie dieser Kreaturen. Bringt sie mir! Raus! Wenn ihr hier Ärger machen wollt, davon haben wir schon genug. Steck das Ding weg. Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Helden? Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt nicht... Ein Applaus. Auftritt von Mr. Krabs und Benjamin Blümchen in Mario & Rabbids. Guys, dieses Game hat Qualität. Du meinst die Art Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, um völlig Fremden zu helfen? Binga, binga, bunga, Baby! Augis Gebete wurden erhört! Ich meine, ich habe da ein paar klitzekleine Probleme, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Die Sonne ist in dem Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist.
und unser Leuchtfeuer ausgepustet hat. Dieses Ding ist ein Finsterzeit-Tentakel. Wenn wir ihn vernichten, können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben, sondern auch seine Finsterzeit-Energie reinigen, um damit einen Warp-Tunnel zu unserem nächsten Ziel zu erzeugen. Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem gefährlich. Außerdem... Könntet ihr vielleicht auch noch in dem Dorf vorbeischauen? Es schwebt in großer Gefahr. Darum wollte ich mich eigentlich schon längst kümmern. Aukis Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Spark? Spark? So nennt ihr die kleinen sternförmigen Tierchen? Die hätten uns alle besser den Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Nun, wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinen Problemen klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt mit? Neue Hauptaufgabe freigeschaltet. Du hast deine ersten Aufgaben freigeschaltet. Sehen wir uns hier auf der Karte an. Werde ich erschlagen. Hier ist der nächste Schritt unserer Hauptaufgabe. Um alle verfügbaren Aufgaben zu sehen, kannst du jederzeit X drücken und ein Aufgabeprotokoll sehen. Das ist sozusagen das erste... Muss ich jetzt sagen, Level oder die erste Welt? Sorry, Fortschritt 0%, ja. Aufgabenprotokoll. Rette den Strahlenstrand. Ja. Das hatte ich ehrlich gesagt vor. Mehr Waffenskins erhalten. Du hast deine ersten Waffenskins. Der öffnet das Waffenkistenmenü, um sie dir anzusehen, auszurüsten. Das machen wir jetzt noch. Ui. Ganz kurz, ich habe auch noch was tatsächlich. Und zwar hier die Megabug-Waffen. Ich zeige euch jetzt den Code hinten nicht. Aber halt ein weiterer Skin. Und ich muss sagen, das sieht nicht so nice aus. Ich lass mal auf Standard. Oh mein Gott, warte. Es gibt einen Skilltree. Von allen. Da lesen wir uns dann rein, wenn es soweit ist. Jetzt will ich erstmal gucken, haben alle. Jetzt kann ich mir aber erstmal ganz wichtig die ganzen Waffen von angucken. Luigi hat einen Bogen. Oh, aber Luigi hat zum Beispiel keinen Waffenskin. Also was hat Peach? Die hat diesen Schirm, genau, und er hat Fäuste. I see. Es gibt verschiedene Spark. Er scheint auch schon einen Spark zu haben, den man aufwerten kann. Sieht aus, als wäre nichts. Ganz alt bist bei Rabattbot 9. Okay. Der wird dann. Oh. Teamheilung? Ah, wir können uns für Geld wieder heilen. Okay, Guys. Wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, genauso wie mir, lasst einen Like da, abonniert den Kanal. Seid morgen wieder am Start für die zweite Folge. Und ich sage für heute tschüss, schönen Abend noch. Leute.